All Electric Society ist für das Handwerk natürlich in erster Linie mal viel Arbeit. Wir müssen sehr viel elektrifizieren. Dinge, die aktuell so über die Molecules laufen, müssen elektrifiziert werden. Und das ist nicht nur Arbeit, wo wir Infrastruktur bauen müssen. Wir müssen sie später auch instand halten und warten. Und ich glaube, dass wir noch gar nicht so richtig verstanden haben, was All Electric Society dann wirklich bedeutet. Da werden sich Berufe ändern, Dinge, die bisher anders geschult wurden, werden dann elektrifiziert. Und das ist eine Herausforderung, die wir als Elektrohandwerker natürlich sehr spannend finden und uns auch mit aller Kraft einbringen wollen. Also die All Electric Society ist aus unserer Sicht natürlich ein Lösungsbaustein, um die Probleme die wir aktuell haben, sind keine Zukunftsprobleme, es sind eigentlich aktuelle Probleme zu lösen, nämlich den Klimawandel aufzuhalten, die Edelenergie Strom, wie wir immer gerne sagen, ist die Energieform, die man CO2-frei erzeugen kann. Man kann sie sehr gut wandeln, transportieren, und wir wollen da als Handwerk unser Know-how einbringen. Ich glaube, es kommt auf uns an. Und wir wollen natürlich auch als Branche prosperieren, also viele Menschen für uns gewinnen, damit wir diese Aufgabe lösen, erledigen können. Wir müssen jetzt den politischen Willen entwickeln, den Klimawandel auch wirklich zu bekämpfen. Und ich sage immer gerne, das Ziel ist ja eigentlich nicht, die All Electric Society zu bauen, sondern das Ziel ist CO2. Einzusparen, bestenfalls sogar die Emission von CO2 komplett auf Null zu fahren. Und dafür müssen wir alles tun. Und was wir noch nicht verstanden haben, ist tatsächlich, dass wir dafür auch aus unserer Sicht Technologieentscheidungen treffen müssen und eben aktuell auf die Technologien setzen müssen, mit denen wir das Problem lösen können. Wenn wir in der Politik häufig den Ansatz Technologieoffenheit hören, dann sagen wir, industriepolitisch grundsätzlich richtig, aber immer dann, wenn Technologieoffenheit eigentlich bedeutet, Business as usual zu machen, also weiter wie bisher, ist es falsch. Das heißt, wir müssen jetzt klare Entscheidungen fällen, klare Rahmenbedingungen schaffen, damit wir die Herausforderungen auch stemmen können.